Der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheers beim Schneechaos 2019 ist für beendet erklärt worden. Verteidigungsminister Mario Kunasek erklärte in einer Aussendung, dass ohne die Grundwehrdiener der Einsatz in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Die Österreicherinnen und Österreicher könnten stolz auf ihre Soldaten sein. Tatsächlich waren in Spitzenzeiten bis zu 1700 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, unterstützt von Hubschraubern, Pionierfahrzeugen und sonstigem schweren Gerät. 850 Personen konnten durch Evakuierungsflüge per Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 10 Tonnen Lebensmittel und dringend benötigte medizinische Güter wurden per Luftbrücke transportiert. Ebenfalls alternativlos war der Einsatz des Bundesheers beim Freischaufeln von Dächern, Räumen von Straßen und beim Wiederherstellen von gekappten Fernmeldeverbindungen. Als Dank für den unermüdlichen Einsatz hat Verteidigungsminister Kunasek dem jeweiligen Einsatz entsprechende Dienstfreistellungen für die Einsatzkräfte angeordnet. Das sei eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit, so der Minister in einer Aussendung.